Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ich glaube, es waren 6 anstrengende Tage für uns alle. Die taten uns sehr, sehr gut. Wir konnten mit der Familie ein bisschen Zeit verbringen. Einfach frische Luft genießen, regenerieren. Ich denke mal, wir haben in der Woche doch einige Körner liegen lassen, aber es hat sich ja gelohnt. Die Kaderzusammenstellung ist optimal. Jeder kämpft für jeden. Ich denke, das haben wir Woche für Woche jetzt auf den Platz gebracht. Das sieht man auch, das zeichnet uns aus. Jeder geht für den anderen die Wege. Wir haben einen breiten Kader, einen guten Kader. Jeder, der reinkommt, der von Anfang an spielt, haut alles rein. Ich denke, wir haben einen guten Plan immer für den Gegner. Dementsprechend sind wir glücklich, dass es aktuell so gut angelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz können wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zeigen, wie bisher schon gezeigt. Jeder Spieler kann nur so gut spielen, wie seine Mannschaft spielt oder wie die Mannschaft ihm hilft zu spielen. Dementsprechend fällt es mir leicht und macht einfach Spaß, mit den Jungs zu spielen. Dementsprechend bin ich froh, dass ich die eine oder andere gute Leistung auf den Platz bringen konnte. Aber ich würde sagen, jeder, der bei uns auf dem Platz steht, hat bis dato super Spiele gebracht. Dementsprechend bin ich einfach froh, hier zu sein. Jeder pusht den anderen. Man merkt so, Woche für Woche geht es voran. Jeder Einzelne kann nochmal auf ein neues Level kommen und es macht einfach Spaß, mit den Jungen Fußball zu spielen. Für mich ist es immer noch ein Stück weit unerklärlich, wie die letzte Saison lief. Ich denke, da waren viele Faktoren, haben da eine Rolle gespielt. Aber für mich ist das Ganze auch abgehakt. Ich mache immer zusätzlich Schichten. Ich mache Yoga, mache extra Krafttrainingseinheiten. Versuche mich immer bestmöglich Woche für Woche vorzubereiten. Da gehören natürlich auch regenerative Geschichten dazu, wie Vorbereitung, Nachbereitung zum Training, um einfach gesund und fit zu bleiben. Und deswegen mache ich eigentlich nicht großartig viel anderes. Ich merke einfach, dass ich hier in dem Verein Vertrauen geschenkt bekomme, welches ich natürlich bestmöglich zurückgeben möchte. Und deswegen bin ich auch froh und glücklich, hier zu sein. Klar, ich denke mal, jeder Spieler, der das Vertrauen vom Trainer bekommt, kann bessere Leistungen zeigen wie ein Spieler, der das Gefühl hat, so der Trainer setzt nicht auf mich, das ist selbstverständlich. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt einfach froh, glücklich spielen zu dürfen. Ich denke, letztes Jahr bin ich nicht so oft auf den Platz gekommen. Wenn ich spiele, dann kann ich bestimmt meine guten Aktionen bringen und aktuell bin ich froh, dass es so läuft, wie es läuft. Also ich persönlich sehe mich immer noch als Spieler für die Zentrale. Also ich spiele genau auf der 10, weil ich dann doch ein Stück weit Einfluss habe aufs ganze Spielgeschehen. Wenn man auf der Seite steht, dann ist man nicht so im Spiel eingebunden, wie ich mir das wünsche. Aber ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Jetzt gegen draußen war ich dann auf der linken Seite. Klar, ich stehe da, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Aber ich persönlich sehe mich lieber in der Zentralen, weil ich da doch ein Stück weit mehr die Initiative übernehmen kann und dann vielleicht auch ein Stück weit das Spielgeschehen an mich reißen kann und dann mit der guten Aktion der Mannschaft helfen kann. Mir ist es eigentlich relativ egal, wer die Tore schießt. Klar, es ist schön, Tore zu schießen. Es ist auch schön, Tore vorzulegen. Nichtsdestotrotz brenne ich trotzdem darauf, endlich mein erstes Tor in einem Pflichtspiel zu schießen. Jetzt am Sonntag habe ich die nächste Möglichkeit und hoffe, dass ich das machen kann und wir natürlich auch mit 3 Punkten wieder nach Hause fahren.